Kritik an Moscheepredigten in Deutschland hat ein Fernsehmoderator der ARD, Konstantin Schreiber, geübt. Er hörte sich im vergangenen Jahr in fast 20 Moscheen Predigten an. Gegenüber dem Berliner Tagesspiegel zog er als Fazit: Der Aufruf zur Abgrenzung von anderen zieht sich wie ein roter Faden durch die Texte. In einer Moschee verkündete der Imam, man könne als gläubiger Muslim nicht gleichzeitig demokratisch sowie liberal und Anhänger des Propheten Mohammed sein. Das ist ganz klar gegen unsere Werteordnung gerichtet. In Potsdam habe ein Imam gepredigt, man dürfe sich nicht mit Christen befreunden, sondern nur mit strenggläubigen Muslimen. Außerdem soll man den Islam verbreiten. Laut Schreiber seien alle Moscheen brechend voll gewesen. Über seine Erlebnisse berichtet der 37-jährige Journalist in der dreiteiligen Sendereihe Der Moschee-Report. Sie wird vom NDR produziert. Während unzählige Bücher aus der Antike heute gar nicht mehr bekannt sind, ist die Bibel nach wie vor das am weitesten verbreitete Buch überhaupt. Diese Ansicht vertrat der Dozent für Altes und Neues Testament am Theologischen Seminar Rheinland, Klaus Riebeseel, bei einem Gottesdienst für Aussteller und Journalisten auf der Leipziger Buchmesse. Wenn es ein Buch gibt, das hier auf die Buchmesse gehört, dann ist es die Bibel, so Riebeseel. Die Heilige Schrift sei zudem eines der am besten bezeugten Bücher. Rund 6000 griechische Handschriften seien bekannt, die das Neue Testament belegten. Zu dem Gottesdienst hatte die Vereinigung evangelischer Buchhändler und Verleger, der Katholische Medienverband und die evangelische Nachrichtenagentur IDEA eingeladen. Christen sollen schwierige Umstände nicht ausblenden, sondern auf Gottes Zusagen vertrauen und Hoffnungsträger sein. Das sagte der Präses des evangelischen Gnadauer Gemeinschaftsverbandes, Michael Diener, beim Abschluss des missionarischen Gemeindekongresses Dynamissio am 25. März in Berlin. Sehen Sie dazu einen Kommentar von Michael Diener. Wir sind miteinander dankbar für den Reichtum verschiedener Glaubensprofile, die wir von landeskirchlichen bis zu freikirchlichen und pfingstlerischen Gruppierungen miteinander geteilt haben. Wir haben gestaunt über die Möglichkeiten, die wir heute in unserem Land haben. Wir haben in Berlin erkundet, wie weit die Wege zu Menschen auch sein können und wie wichtig es ist, dass wir sie in ihrer Unterschiedlichkeit wahrnehmen und ernst nehmen. Für mich ist von diesem Kongress auch eine große Ermutigung ausgegangen, nicht immer nur die Defizite zu beklagen, die wir sicherlich vielerorts sehen, sondern uns über das zu freuen, was möglich ist und dankbar für das zu sein, was Gott durch uns in diesem Land tun möchte. Deshalb ist Dynamissio eine Chance, die danach fragt, ob wir weiterhin bereit sind, den Weg Jesu zu den Menschen mitzugehen.